Ja, meine lieben Balkongartenfreunde, ich bin's auch schon wieder hier vom Balkonien. Gleich schon das nächste Video. Und ja, die lästigen Insekten und Fliegen, die habe ich jetzt einfach wirklich gut mit meinen Gelbtafeln in den Griff bekommen. Unter dem Video auch der Link von diesen Gelbtafeln hier. Jetzt habe ich mal eine andere Variante gewählt, das sind so spitze, aber da musste ich mir so Bambusstäbe auseinanderschneiden, um die aufzuspießen. Aber die funktionieren auch sehr gut, wenn er die mit der Spitze in die Erde steckt, also bei Blumen oder so, auch im Haus eignen die sich sehr gut, um so Insekten und ja, Fliegen zu fangen, die euren Pflanzen lästig werden können. Die sind wirklich super und ja, da braucht man auch gar nicht viel spritzen. Die sind jetzt auch nicht chemisch behandelt. Da ist einfach nur so ein Klebstoff drauf auf diesen Gelbtafeln. Hier sieht man auch schon, wie viele Fliegen hier gefangen wurden. Schaut mal hier. Da ist einfach nur ein Klebstoff drauf. Und warum die gelb sind? Ja, die Fliegen mögen einfach die gelbe Farbe und fliegen automatisch da drauf. Und wenn ihr seht, wie viele Fliegen hier drauf sind, dann wisst ihr, wenn ich die jetzt nicht alle gefangen hätte, dann hätten die hier sicher an meinen Blättern rumgeknabbert und alles hier verseucht, will ich mal sagen, um es krass auszudrücken. Und da habe ich auch so tolle, kräftige Tomatenpflanzen hier. Also ich habe hier keine einzige kranke Pflanze, sage ich mal. Weder die Blütenendfäule noch Braun- und Krautfäule, nix der Dingen. Kein Problem hier dieses Jahr mit meinen Pflanzen. Das ist hier jetzt nur ein bisschen getrocknet von der Sonne. Das ist jetzt keine Krankheit hier. Das ist einfach nur ein mechanischer Schaden, sag ich mal. Stolz bin ich richtig auf meine Berner Rosé-Sorte. Die ist einfach toll im Wachstum. Und wie ihr seht, habe ich hier jetzt jede Menge Gelbtafeln. Hier habe ich eine, dann auch gleich hier wieder eine, hier eine. Ja, ich hoffe, ich werde jetzt nicht schwindelig, weil ich so schnell umgeschwenkt habe. Auf jeden Fall habe ich hier jede Menge Gelbtafeln. Die sind alle ziemlich mit Fliegen voll. Also die eignen sich sicher auch im Haus so als Fliegen- und Mückenfalle. Schätze ich mal, da braucht man gar nicht jetzt unbedingt den Garten in den Vordergrund zu stellen. Die eignen sich sicherlich sonst auch optimal als Fliegen. Sieht zwar nicht so appetitlich aus, aber ihr könnt die ja natürlich entfernen, falls ihr Besuch kommt. Falls ihr Besuch bekommt. So, das wollte ich sagen. Ja, wie gesagt, dazu habe ich auch noch, glaube ich, einen Artikel geschrieben auf meinem Blog. Und ansonsten, der Link ist unter dem Video, wenn ihr auch euch dafür interessiert. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian von Balkonien. Ciao.